So, Lightroom hat jetzt alle Bilder gerendert, der Balken ist da oben verschwunden. Und jetzt beginnt der zweite Schritt, das Sichten. Ich habe ja schon öfter gelästert, ich würde es nicht auf Dateiebene machen mit irgendwelchen anderen Programmen. Ich würde es auch nicht im Importformular machen, in der mittleren Spalte, weil man dann manche Arbeit doppelt und dreifach macht. Ausnahme ist, wie gesagt, du hast Experimente gemacht mit Zeitraffer oder irgendwelchen Belichtungsreihen und Blitzreihen und hast 500 Bilder und siehst davon, dass durch irgendeine Fehleinstellung oder weil die Kamera nicht funktioniert hat, 100 Bilder schwarz sind, dann kann man sicherlich auf Dateiebene schon mal diese 100 Bilder rausschmeißen. Aber wenn wir jetzt hier sowas haben, mit gemischten Einstellungen, wo du jetzt in den Vorschaubildern gar nichts erkennst, da sollte man dann auch Lightroom nutzen, weil du dann eben auch mehrere Dinge gleichzeitig abarbeiten kannst. Das ist jetzt hier die Leuchtpultübersicht, so ein bisschen noch der analogen Fotografie geschuldet, wo man Dias auf ein Leuchtpult gelegt hat. Du kannst es aber auch Gitter nennen oder Grid. Dann kannst du dir auch gleich nämlich den Shortcut G merken, mit dem du immer wieder auf diese Ansicht im Katalog oder in der Bibliothek zurückkommst. Die Begriffe sind da immer ein bisschen durchmischt. Das Modul nennt sich Bibliothek. Das, womit gearbeitet ist, Katalog, das wird häufig synonym verwendet. Hier oben ist Entwickeln. Das ist sicherlich das zweitwichtigste Modul. Die Karte für Geotagging empfinde ich als Teil der Bibliothek, werde darauf jetzt oder in einem weiteren Teil nochmal zurückkommen. Und die anderen Module sind so ein bisschen halbherzig dran geklatscht und auch nicht Thema des Imports. Also, wir sind jetzt in der Bibliothek. Ich benutze die Funktion vorheriger Import. Die ist normalerweise aktiviert, man kann es aber auch deaktivieren. Warum finde ich diese Funktion gut? Vorheriger Import ist eine Sammlung und sie zeigt wirklich an, auch da muss man einfach konsequent das wörtlich nehmen, den vorherigen Import. Es spielt bei meinem Beispiel jetzt leider keine Rolle, aber wenn du von mehreren Tagen was importierst, dann werden eben auch Bilder von mehreren Tagen angezeigt. Das ist jetzt natürlich deckungsgleich, weil ich ja nur vom 18 importiert habe. Aber ich benutze immer die Reihe vorheriger Import und finde die auch sehr nützlich. Leuchtpultniveau, die Bilder zu sichten, das habe ich ja gerade als Unsinn bezeichnet. Also hast du jetzt Möglichkeiten, dir größere Ansichten anzuschauen. Entweder mit der Maus, hast du gesehen, war ich gleich in der Lupe, weil ich das gar nicht so gewohnt bin. Ich arbeite sehr viel mit Taste G. Und wenn ich jetzt das Vollbild haben möchte, gehe ich auf die Return-Taste. So, jetzt habe ich das Vollbild. Das ist im Hochformat natürlich immer ein bisschen kleiner als im Querformat. Im Querformat sieht man schon ganz gut. Deswegen möchte ich dir auch bei diesem grundsätzlichen Herangehen nochmals zwei Alternativen zeigen. Das wäre dann das Ausblenden der Seitenleisten. Das kannst du über diese kleinen Dreiecke machen. Aber wie gesagt, Shortcut-Fan. Das kannst du mit Tab ausblenden. Dann wird das Bild allerdings jetzt nicht unbedingt größer, weil ja die Höhe fehlt. Aber mit Umschalt-Tab kannst du. Das habe ich irgendeine andere Taste mit erwischt. Ah, weil die Maus da steht. So. Mit Umschalt-Tab kann man diese ganzen Seitenleisten auf einen Schlag ausblenden. Ja, und davon profitierst du dann schon, dass das Bild größer dargestellt wird. Wenn du dann da ganz minimalistisch arbeiten willst, drückst du die Taste F wie Full Screen oder Vollbild mit F. Und dann hast du den gesamten Bildschirm. Und du kannst aber trotzdem, und deswegen ist es eben gut, sich Tasten zu merken, du kannst die Tasten ja trotzdem weiter verwenden und hast wirklich jetzt nichts, was dich ablenkt. Mit G geht es dann wieder zurück zur Normalansicht. Da musst du dich jetzt für irgendwas entscheiden. Ich bin eigentlich mit dieser Ansicht ganz zufrieden. Warum? Weil mir hier unten dieser kleine Diastreifen doch hilft, gerade bei mehreren ähnlichen Bildern, so als Vorschau und zu sagen, oh, ich habe jetzt nur ein Bild, entweder ist es gut oder schlecht, oder ich habe drei Bilder zur Auswahl, dann gucke ich mal, ob, wenn das Bild mir nicht gefällt, ob das zweite oder dritte oder vierte denn noch mehr hergibt. Dann habe ich hier unten so eine kleine Vorschau, wo ich immer noch so ein Auge drauf habe.
Und außerdem, das kann ich in so einem Screencast leider nicht so gut zeigen, arbeite ich noch mit einem zweiten Monitor und ganz streng genommen mit einem dritten Monitor und habe da dann noch sowieso ein größeres Vorschaubild. Also insofern ein bisschen gemogelt, aber wenn du jetzt alle mit einem einzelnen Monitor oder auf einem Laptop arbeitest und da nur einen Monitor hast, dann musst du dir halt ausprobieren, was gefällt dir am besten, dieser Modus, der Shift-Tab-Modus oder der F-Modus. Das ist Geschmackssache, es kommt auf einen auch, wie groß der Monitor ist. Am Notebook mit 15, 16 Zoll ist es vielleicht was anderes, als wenn du einen Desktop-Rechner hast und hast sowieso schon 24 oder 27 Zoll, dann reicht ja auch vielleicht diese Ansicht. Das erstmal zum Grundsätzlichen. Jetzt geht es weiter und zwar mit dem Sichten. Sichten heißt für mich gucken, was ist geworden, was ist nicht geworden und gleich die absoluten Fehlschüsse rausschmeißen und Bilder, die vielversprechend sind, schon ein bisschen zu markieren, herauszuheben. Und auch da wieder bin ich ein großer Fan von einfach, einfach, einfach. Ich gehe also mit Tasten da durch und werde dir gleich kurz Erläuterungen geben. Wenn ich die Erläuterung nicht gebe, sondern für mich meinen Workflow mache, dann sind diese 60 Bilder in 2 Minuten gesichtet. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Vorteil gegenüber Rumgefummel auf dem Desktop oder Arbeiten mit Photoshop, wo das ja überhaupt nicht vorgesehen ist, dass man mit mehreren Bildern gleichzeitig arbeitet, geschweige denn nur 100 oder 200 Bilder sortiert. Das nur mal so, weil häufig gesagt wird, ja, Lightroom ist ein abgespecktes Photoshop. Nein, Lightroom ist überhaupt kein abgespecktes Photoshop. Lightroom ist ein ganz anderes Programm. Und das sollte man auch dann so nutzen. Und gerade im Bibliotheksmodul hat es große Vorteile. Und ich hoffe, dass du damit warm wirst, wenn man den Aha-Effekt hatte, dann will man das Programm auch gar nicht mehr hergeben und betet, dass Adobe es nicht verschlimmbessert oder dich ins Abo zwingt. Auch das ist ein anderes Thema. Es wird noch nicht auf die Goldwaage gelegt. Das Bild ist technisch in Ordnung. Es ist so ein bisschen Ambiente. Es bleibt dabei. Ich lasse es in der Sammlung. Rechter Pfeil. Auch wieder Ambiente. Gefällt mir besser. Ich gebe eine. Jetzt drücke ich die Taste 1 für einen Stern. Ein Stern heißt für mich, es ist ganz gutes Foto für Making-of. Die Bilder sollen später in einem Makro- und Nahfotografie-Workshop verwendet werden. Also Übersichtsaufnahme, dafür ist sie ganz gut. Sie zeigt die Stimmung. Ein Stern ist für mich so der Merker. Ja, das sind wieder ähnliche Bilder. Das andere gefällt mir besser. Das finde ich also auch schon ganz gut. Gebe ich mal 2 Sterne. Anderes Motiv. Ist nicht ganz so präsent. Das wirkt jetzt langweilig. Und deswegen kriegt es den Merker, warum. Es zeigt, wie man aus einem langweiligen Foto durch Makrofotografie ein interessantes machen kann, weil man eben viel mehr Details erarbeiten kann. Ich gehe jetzt ruhig mal ein bisschen schneller durch. Wir sind jetzt immer noch im Übersichtsmodus. Da kann man schon sagen, oh, das sieht ziemlich unscharf aus. Jetzt nehme ich doch mal die Lupe. Sage, ja, das ist an keiner Stelle. Ich gehe mal in eine andere für andere Vergrößerung 1 zu 2 nur. Ja, ne, müssen wir nicht viel sehen. Hier ist ein bisschen scharf hier. Aber im Grunde genommen, egal wie großzügig man mit sich selbst ist, das Bild taugt nichts. Und jetzt kommen wir nämlich zu einer entscheidenden Funktion gegenüber Rumgefummle mit anderen Programmen und auch mit Farbkodierung, die man machen kann. Leute, es gibt die Taste X. X, das ist so schönes Durchstreichen. Und das ist die Funktion als abgelehnt festlegen. Da. Schwarze Fahne durchgestrichen und eben in der Übersicht leicht ausgegraut. Das sind Bilder, die sind abgelehnt. Das spielt später auch noch eine Rolle. Wenn jetzt einer sagt, oh, ich nehme aber lieber Rot, weil Rot ist auch abgelehnt irgendwie für mich, dann kann man bestimmte Funktionen nicht nutzen. Rot könnte man. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Taste das auswendig ist. Nummer 6, genau, du könntest jetzt auch die Taste 6 nehmen. Dann wird hier so ein kleiner roter Rand rumgesetzt. Und wenn ich auf die Übersicht gehe, dann hast du hier ein rotes Kästchen. Und wenn du aufs nächste Bild gehst, dann hast du hier so einen roten Rahmen. Aber du kannst bestimmte Funktionen nicht nutzen. Und ich finde, dafür, dass wir sowieso nur 5 Farben zur Verfügung haben und es vieles umständlich macht, würde ich keine Farbkodierung machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die Farbe weggeht. Ich glaube, durch nochmal klicken ist sie weg. Genau, rot entfernt.
mit Turn-Taste und man sind wieder in der Übersicht. Nein, nicht in der Übersicht, sondern in der Großansicht. Und es geht weiter. Das ist schon ein bisschen besser, das Bild. Hier nochmal mit der Schärfe reingehen, zur Schärfekontrolle reingehen. Das sieht schon deutlich besser aus. Ist jetzt noch nicht berühmt. Ich gebe jetzt aber meine 2, weil ich gesagt habe, das habe ich jetzt kontrolliert, dass es brauchbar ist. Aber wir sind ja eigentlich erst im ersten Durchgang, wo das Grobe raussortiert werden soll. Das war jetzt so ein Zweifelsfall. Ein richtig unscharfes, wenn wir da eins finden, dann ist es schon meistens so schlecht, dass es auch in diesem ersten Durchsicht schlecht aussieht. So, bis dahin habe ich mit einem 35mm Objektiv Übersichtsaufnahmen gemacht. Dann habe ich das Tamron 90mm Makroobjektiv genommen. Das verwende ich über einen Adapter. Deswegen werden hier oben Fake-Daten angezeigt, 50mm 1.4. Das ist jetzt in Wirklichkeit ein Tamron 90mm aus der Adapt-All-Serie. Und jetzt kommen Makroaufnahmen. Von Hand scharf eingestellt, von Hand die Blende eingestellt. Da geht es jetzt auch wieder dadurch. Grob gucken. Hier zum Beispiel ist eigentlich ziemlich klar, ich mache es jetzt nochmal mit der Lupe, dass das nichts taugt. X, abgelehnt festlegen. Auch hier, ja, solche Aufnahmen sollte man lieber mit einem Stativ machen. Ja, du siehst es, unscharf, scharf. Das habe ich freihand gemacht, ist eigentlich für Makroaufnahmen ein bisschen schlampig. Ne? Kannst du ruhig meckern. Das ist aber schon scharf, das sieht man in der Übersicht, also zumindest da, wo ich es haben will, nämlich hier im Blütenstand. Aber auch noch nicht so Begeisterung scharf. Mal gucken, ob ich noch was Besseres kriege. Und wie gesagt, deswegen sage ich, ich nutze gerne den Filmstreifen und sage, es kommen noch 4 Aufnahmen. Und ich bleibe einfach mal im Lupenmodus. Das ist zum Beispiel bei Makrofotografie eine ganz schwierige Sache. Jetzt sind hier diese Poller, hätte ich beinahe gesagt, Stempel nicht mehr scharf. Dafür sind diese Fruchtbeutel am Rand scharf. Und hier, das ist zum Beispiel bei Makrofotografie sehr schwierig, die relevanten Bereiche scharf zu kriegen. Deswegen blendet man häufig ab oder nutzt Fokus-Stacking. Auch dazu gibt es später noch einen Workshop. Es ist jetzt nicht ganz schlecht. Ich lasse es mal in meiner Sammlung. Ja, hier muss man gucken. Das ist zum Beispiel definitiv unscharf. Moment. Hier erkennt man das auch schon in der normalen Großbilddarstellung. Also wieder Taste X. Und bei diesen Bildern, da ist es auch sehr schwierig zu erkennen, weil das Weiß so ein bisschen ausbrennt. Diese weiße Serie überspringe ich jetzt mal. Und hier mein Beispiel vorhin, die Übersichtsausnahme sah auch sehr langweilig aus. Hier kann man zumindest diskutieren. Diese Wassertropfen sind schon ganz schick. Ich gehe mal in die Lupenansicht, die sind auch scharf, trotz Freihand. Ich gebe erstmal 2 Punkte oder 2 Sterne. Über Belichtung mache ich mir ganz wenig Gedanken, weil Belichtung ist in Lightroom, wenn du mit RAW fotografierst, in weiten Bereichen sehr gut kontrollierbar. Aber Schärfe ist immer noch gutes Handwerk, sage ich. Also bei der Belichtung kannst du 5 gerade sein lassen, weil Schärfe sei pingelig. Ja? Denn auch wenn es eine Funktion Schärfen gibt und in einschlägigen Forensik-Krimis alles möglich ist, Schärfe darf nur minimal daneben liegen, eigentlich gar nicht. Also arbeite bei Schärfe sauber und ich kontrolliere hier eigentlich nur, ist die Schärfe da, yo, dann gibt es erstmal 2 Sterne. Das Bild wirkt eigentlich schon ganz schön, dass ich sage, ich möchte es später weiter bearbeiten, dann gebe ich 3 Sterne. Mit 3 Sternen markiere ich in meinem Workflow beim Sichten die Bilder, die ich mir später nochmal angucke, wo ich dann in der Entwicklung ein bisschen rumspiele und sage, was kann man rausholen. Ich finde, das ist ein Bild, wo man was rausholen kann. Ich gucke jetzt, weil ich ja unten den Filmstreifen habe, nochmal, wie das nächste ist. Ein bisschen hin und her. Ja, da kann ich später noch andere Techniken zeigen, wie ich das, die Entscheidung treffe. Das Bild sieht doch auch schon mal ganz gut aus in der Übersicht, jetzt im ersten Durchgang. So viel, wie ich dir jetzt erkläre, spreche ich ja mit mir selber nicht. Da geht das ruckzuck durch, drauf geguckt. Prima, weiter, weiter, weiter. Ich habe abgeblendet, die Belichtung schwankt so ein bisschen, weil die Kamera kann ja die Blende nicht steuern. Die mache ich ja von Hand zu.
und da scheint die Belichtungsmessung der Canon dann ein bisschen irritiert und macht die Bilder dann tendenziell etwas zu hell, ist aber kein Problem. Hier wieder Blätter, das geht, das ist ziemlich unscharf, X weg. Das scheint akzeptabel. Ich mache mal eine 1, um das mir näher anzugucken. Ich mache mal hier eine 2, weil das relativ scharf ist. Über das ganze Bild, also über diesen Bereich, den habe ich mir jetzt angeguckt. Aber es geht ja wirklich ums erste Sichten. Hier ein Tautropfen, auf den kommt es mir an. Der ist unscharf. Dann nützt es nichts, dass das Bild hier oben relativ scharf ist. Es geht ja um das. Also X abgelehnt. Zack. Hier ist das Bild schon besser. Der sieht gut aus. Der sieht sehr gut aus. 2 oder 3 Sterne. Ich gebe mir mal 3 Sterne. Das Bild ist wieder unscharf. X abgelehnt. Das ist auch unscharf. Da brauche ich gar nicht in die. Das sehe ich jetzt auch locker, weil ich mir hier unten ja schon ein Bild habe, wo ich sage, da bin ich richtig zufrieden. Die Schärfe stimmt. Das ist sogar überdurchschnittlich. Da kann ich jetzt hier ruhig großzügig Bilder ablehnen. Auch wenn viele sagen, ja, man muss doch nicht so pingelig sein, auf der Festplatte ist genug Platz. Leute, es geht nicht um Platz. Es geht darum, auch wenn es jetzt nur 60 Bilder sind. Ich will ja mir nicht immer bei 60 Bildern 20 Nieten immer und immer wieder angucken und aussortieren. Wichtig ist, wir haben nicht zu viel Informationen. Nein, wir haben nicht zu wenig Informationen. Wir haben häufig zu viel Informationen. Also filtern, filtern, filtern. Rausschmeißen, was rausgeht. Also zack, X weg. Da gibt es nichts zu diskutieren, das ist so schon unscharf. Und wenn man da reingeht mit der Lupe, ja, dann wird es nicht besser. Das sehe ich. Ich kenne meine Kamera, ich kenne meinen Monitor, deswegen kann ich sagen, das ist für die Tonne. Hier ist wieder so ein Zweifelsfall, man kann mal gucken. Ja, aber die Lupenfunktion zeigt. So, und damit waren wir bei allen Bildern. Jetzt gehe ich wieder mit G auf die Übersicht. Und jetzt siehst du nämlich, warum es sinnvoll ist, mit X für abgelehnt zu arbeiten. Nicht nur, weil es die dafür gedachte Funktion ist. Du siehst, die Bilder sind ausgegraut und haben das schwarze Fähnchen. Man hat also wirklich eine gute Übersicht über die Ausbeute. Also vertrau mir, X hat Vorteile. Du siehst in der Übersicht, was ist. Und es gibt nämlich auch spezielle Funktionen. Man kann hier oben jetzt verschiedene Sachen durchgehen. Ich weiß es gar nicht mehr, wie es mit Klickerei geht. Ich sagte ja auch gerade, wenn man mit vielen Bildern arbeitet, gewöhnen dir Shortcuts an. Und einer der wichtigen Shortcuts, der jetzt kommt, ist Steuerung Rückschritt. Steuerung oder Control Backspace. Das ist die Taste der Steuerung und der Pfeil nach links, mit dem man Buchstaben löschen kann. So, damit rufst du nämlich einen speziellen Filter auf, der dir alle Bilder, die du mit abgelehnt markiert hast, anzeigt. Und der dir auch gleich anbietet, die Bilder zu löschen. Da gibt es zwei Funktionen, entfernen und vom Datenträger löschen. Entfernen heißt, die Bilder werden nur aus dem Katalog geschmissen, sind in Lightroom nicht mehr sichtbar, aber noch auf der Festplatte. Was soll das? Auch da wieder, Reserve, falls. Nein, schmeiß die Bilder weg. Wenn die unscharf sind, warum willst du sie noch auf der Festplatte behalten? Also, wenn du Bilder aussortiert hast, weil sie unscharf sind, vom Datenträger löschen. Vom Datenträger löschen heißt, die Bilder werden aus dem Katalog von Lightroom geschmissen, sie erscheinen also in Lightroom nicht mehr und sie sind auch auf der Festplatte weg. So, das dauert einen Moment. Sie sind auf der Festplatte weg. Sternchen, wenn du aus Versehen geklickt hast, wenn du in den Grundeinstellungen von Lightroom nichts geändert hast, dann sind sie im Papierkorb des Betriebssystems. Also du hast immer noch so eine kleine Hintertür offen. So. Das war jetzt mein Workflow im Sinne von erstes Sichten. In einem dritten Teil möchte ich dir dann zeigen, wie man noch Feintuning machen kann beim Sichten. Bis dann.